K. Was weißt du über Magie? Die Magie liegt am Ende meiner Spur. Die Magie wird nicht nur durch irgendwelche Gefühle ausgelöst, sondern durch ganz tiefe Ruhegefühle. Menschen, wenn ihr wüsstet, was ihr alles anstellt in eurem Unverstand. Ihr fürchtet die Magie? Doch wo glaubt ihr, kommt das Leben her? Vielleicht werde ich langsam alt. Wird Zeit für meinen Feierabend. Man erzählt sich, Bamberg sei ein Kraftort. Doch die alten Gebäude erzählen auch von einer anderen Zeit. Was heute malerisch schön ist, hat eine düstere Vergangenheit. Die Bamberger Hexenverbrennungen. Perfekt, noch ein Punkt. Eingetragen. Fertig? Ja. Feierabend bald? Bald. Es passieren so viele unrechte Sachen in der Welt. So viel Leid. Wie die Hexenverbrennung damals. Und irgendwie haben wir das nie ausgeglichen. Also versucht, wieder gut zu machen. Verstehen Sie? Wenn es Ihnen so wichtig ist, dann tun Sie doch was dagegen. Danke, bis morgen. Was mit dem Punkt? Der ist doch in der Nähe, oder? Dann gehen wir da zuerst hin, ja. Kann ich eine haben? Nö. Und danach ins Gärtnerviertel. Aber ohne Magie ist es irgendwie langweilig. Manchmal klappt es und manchmal nicht. Hey, die ist von meiner Mutter. Seid ihr eigentlich noch zu retten? Ihr verteilt Flyer. Schreibt über Hexerei. Ja, Leute, klebt euch doch gleich eine Zielscheibe auf den Rücken! Habt ihr eigentlich vergessen, was die Menschen mit Hexen machen? Sie verbrennen sie! Ich habe die Magie in Bamberg zerstört, damit euch dieses Schicksal erspart wird. Ja, das wissen wir doch. Ja, aber das hier macht nicht den Eindruck! Wir können uns auch selber schützen. Unglaublich. Na,
Aber gut. Ja. Aber dann müsst ihr auch mit den Konsequenzen leben. Und sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Wir wollen dich nicht hier, Papa! Aber das ist doch... Vater? Der Brandstifter vom Dom. Erben des Feuers. Besonders subtil ist der Name ja nicht. Krieg euch schon dran, ihr Nachwuchsterroristen. Seid ihr die Erben? Ja. Ich bin so froh, dass ihr da seid. Ich brauche eure Hilfe. Glaubt ihr an Geister? Ja. Könnt ihr vielleicht bei mir übernachten? Alles dabei? Alles dabei. Wichtig ist, dass ihr in eurer Mitte bleibt, konzentriert bleibt. Tief atmen. Jetzt nehmt eure stärkste Emotion. Wut, Trauer, Angst, Liebe. Tief Du bist also der zweite Brandstifter. Hab ich dich. Da bist du gar nicht. Hör auf, meine Gedanken zu lesen. Halt still, sonst verschwimmt alles. Lass meinen Kopf raus. Nein, jetzt warte doch mal. Hör doch mal auf, wegzurennen. Wow. Oh, ich bin geil. Ah, mein Maria! Maria, krieg dich doch! Na, halt, dann kriegst du die Welt, die Wichse. Komm her! Wir schaffen es. Die Zauberei kommt zurück. Also kein Vergleich zu früher, aber die Magie fließt wieder. Fortschritt. Yeah. Dann lass uns mal keine Zeit verlieren und die grünen Punkte abarbeiten, oder? Das ist aber echt eine Menge. Gibt's keinen leichteren Weg? Jammer nicht. Los jetzt. Was für eine okkulte Scheiße ihr treibt. Und wie ihr meine Tochter Hannah für eure Krankenspielchen gewinnen konntet. Feuer in den Händen? Was für ein billiger Trick. Ihr könnt euch sicher sein, dass ich herausfinde, was ihr macht und dass ihr den Dom angezündet habt.
Und dann wandert ihr alle in den Knast. Entschuldigung, aber ich glaube, Sie haben sich in der Hausnummer geirrt. Hier, das seid doch ihr. Das Poltern schien tief aus der Erde zu kommen. Da hörten sie eine Trommel aus der Ferne. Bum, 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 bum. Hey, die Geschichte kenne ich doch. Das ist doch diese Serie. Das ist meine Geschichte. Also, plötzlich strich ihnen etwas Kaltes durch den Nacken. Und plötzlich ein lauter Knall. Ist es wieder. Sie kommen näher. Steine drin! Kristalle. Wir könnten einen Bannkreis machen. Was? Einen Bannkreis. Sarah hat gesagt, Kristalle können Geister bannen. So etwa? Ja, genau. Ich glaube, wir haben den Geist. Ich höre was. Was sagen Sie? Es sind mehrere. Sie haben Hunger. Sie brauchen unsere Hilfe. Hier stand früher das Malefizhaus. Da wurden Hexen gefoltert und getötet. Es sind zu viele. Wir können sie nicht alle erlösen. Funktioniert nicht. Wie gehen auch langsam die Ideen aus? Oh mein Gott! Nächstes. Ist die Frau, von der ich euch erzählt habe. Vielleicht braucht ihr jemanden, der genauer Bescheid weiß. Einen Zeitzeugen. Ja, aber die sind doch alle schon tot. Leben. Tod. Zwei Seiten einer Medaille. Einer Medaille, die man wenden kann. Meinen Sie etwa die Toten darauf beschwören? Nekromantie? Cool. Das ist schwarze Magie. Das können wir nicht machen. Schwarze Magie, weiße Magie. Im Moment haben wir überhaupt keine Magie. Das können wir trotzdem nicht machen. Vater sagt dir immer... Aschbeck hat schon genug gesagt und getan. Also, wer dafür ist, hebt jetzt die Hand. Alles klar. Beschwören wir einen Toten, ha? Spinnt ihr? Ich meine, wer ist sie überhaupt? Die ist doch total unheimlich. Nur der Nexus kann einen Ausgleich zwischen gelbem und grünem Leuchten herstellen. Gut
und Böse. Aufbau und Zerstörung. Leben und Tod. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Doch ihr steht vor einem Hindernis. Und ich kann euch helfen. Wir wollen das Gleiche. Und wieso sollten wir ihnen vertrauen? Welche Wahl habt ihr? Die Magie befindet sich am Ende meiner Spur. Okay, wir machen es. Irgendeine Idee, wie wir Geister verjagen können? Sie sind so laut. Es gibt nur Geistern, um sie zu besänftigen. Baldrian? Du bist ein Genie. Ich hab's. Hier, Essen für euch. Und hier, ein Amethyst. Für innere Ruhe und gute Energie. Schokolade für eure Seele. Hier Popcorn für eure leeren Mägen. Wir können eure Vergangenheit nicht ändern, aber wir können dafür sorgen, dass es euch jetzt gut geht. Schaut, die Schokolade und das Popcorn sind weg. Vielleicht muss ich ihnen auch einfach nur zuhören. Vielleicht habe ich deshalb diese Gabe. Genau, du bist unser Geistertherapeut. Leute, wir müssen die anderen Geister auch reinlassen. Sollen wir ihn aufmachen? Ja. Weg mit dem Feuer, weg mit dem Feuer. Ah! Ah! Ich bin nicht schuldig. Ich bin nicht schuldig. Unschuldig ermordet! Ich verfluche euch! Ich verfluche euch! Ich verfluche euch! Stopp. Wir sind nicht die, die du denkst, okay? Alles gut, alles gut. Du bist schon mehrere Jahrhunderte tot. Wie soll es helfen? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Mach doch irgendwas. Mein Gott. Ich verfluche euch. Ja, sag mir jetzt auf so alleine. Ich verfluche euch. Okay. Die, an denen du dich rächen willst, sind schon sehr, sehr lange tot, okay? Aber deine Kinder und Kindeskinder leben noch in dieser Stadt. Ich verfluche sie alle. Ganz Bamberg soll brennen. Ganz Bamberg soll brennen. Nicht schon wieder.